meine Lieben, ich bin hier heute nochmal kurz mit Alexander im Stall und ich möchte mich heute von Alexander erstmal für 3 Wochen verabschieden. Alexander, warum für 3 Wochen? Was ist los? 2,5. 2,5 Wochen, das ist mega lang. Warum? Ja, halt 18 Tage, ne? 18 Tage. Warum? Weil ich ja, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, in Köln ein Praktikum machen werde. Ja. Und die mir nochmal gesagt haben, ich soll dafür 2,5 Wochen hin. So, und also da habe ich gesagt, dann gehe ich da halt hin. In Köln 2,5 Wochen ein Praktikum machen. Und jetzt, wo Charlie krank ist, lässt du uns alleine. Jetzt ist er ja eh nicht reitbar. Alex. Nicht reiten kannst du ihn auch alleine. Das ist in einem YouTube-Video. Du kannst doch nicht sagen, weil das Pferd nicht reitbar ist. Nein. Soll ich das in die Outtakes schneiden? Nein, schneide ich hier rein. Nein. Der Alex liebt es, den Charlie auch ohne ihn zu reiten. Aber wie gesagt, du machst ein Praktikum, weil du dich für ein neues Studium entscheiden möchtest, ne? Das war der Plan dahinter, ja. Ja, und wir hoffen ganz sehr, dass du dort in diesem Praktikum deine Entscheidung fällen wirst oder dass es dir einfacher fallen wird, danach dich für ein anderes Studium zu entscheiden. Wir hoffen natürlich, dass du hier bleiben wirst. Das kann man denn, kann man denn die Sachen, die man da, also wo du das Praktikum absolvierst, kann man das, was da an Studiengängen angeboten wird, kann man das hier überhaupt studieren? Nimm's schwer an. Wir haben ja eine große Uni, von daher. Ja. Okay. Ja. Sollte machbar sein. Und ich mische mich jetzt auch nochmal dazu ein. Hier ist er wieder, euer Larry Schrotter. Ja. Und das heißt, ich muss jetzt Anni unterstützen, wenn die alleine mit dem Charlie ist. Oh Gott, Larry. Das kann ja was werden. Gut, Alex, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück für dein Praktikum und kommen hier heile und gesund wieder an, ja? Ja, hatte ich vor. Gut. Ich will das Pferd auch danach wieder reiten können. Ja. Hallo. Und wie es mit Charlie weitergeht, da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Ja, und ich verabschiede mich jetzt auch bei euch. Und wenn der Alex im Praktikum ist, dann werde ich wieder viel mehr bei TikTok kommen und kann mein Fame wieder ordentlich steigern. Juhu!